So, hallo zum zweiten Video. Heute geht's um die Achtelnoten. Ja? Letztes Mal haben wir die Viertel, Halben und Ganzen gemacht. Ja? Da habe ich vergessen zu sagen, das war jetzt die Version für Rechtshänder. Ein Linkshänder muss natürlich das mit der linken Hand machen. Ja? Bei den Achteln, da haben wir sie schon, die Noten. Ja? Ihr seht, das sind zwei Noten da drüben. Und zwar ist da ein runder Kreis und ein schwarzer Punkt. Der runde Kreis ist rechts für die rechte Hand. Der schwarze Punkt ist für die linke Hand. Die Linkshänder machen es natürlich gerade andersrum. Für die ist der runde Kreis links und der schwarze Punkt rechts. Ja? Und genauso ist natürlich auch bei den Vierteln. Ne? Ich spiele das natürlich immer für Rechtshänder. Linkshänder haben wir nicht so viele. Ja? Aber ich werde diese Übung jetzt dann auch nochmal zeigen für Linkshänder, dass ihr wisst, wie es andersrum auch geht. Ich spiele euch das vor. Ich schalte wieder auf die Hände, dass ihr das Schlagzeug seht, was oben in der rechten Ecke ist. So, die erste Zeile wäre also für Rechtshänder 1, 2, 3. Jetzt kommen die Achtel. 1 und 2 und 3 und 4. Und ihr merkt schon, da zählt man also nicht 1, 2, 3, 4 bei den Achteln, man zählt 1 und 2 und 3 und 4. Und ich mache es nochmal und dann spiele ich es für Linkshänder. Also 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und so, jetzt für Linkshänder. Wir beginnen also mit der linken Hand. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4. Zweite Zeile wäre 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3 und 4 und ich spiele es vor. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3 und 4. Nochmal für Linkshänder. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3 und 4. Und so geht die Seite weiter. Da kommen dann immer mehr Übungen mit den Achteln und den Vierteln. Schaut ihr euch an. Ne? Im Prinzip, wenn ihr das verstanden habt jetzt, könnt ihr da weiter üben. Tschüss!